Hier stehen original noch die Teller auf dem Tisch. Hier in der Bar. Hier stehen sogar noch die Gläser drin. Theoretisch ein bisschen sauber machen. Neues Fett rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 19. Hallo, Eri, servus, grüßt euch, herzlich willkommen zum weiteren Lost Place Abenteuer. Ihr seht es, wieder mit dem Start der Daniel. Hi. Übrigens, der Daniel hier unten eingeblendet und Link zu seinem Kanal natürlich unten in der Videobeschreibung. Und wie ihr seht, wir sind schon mittendrin und wir haben ein riesengroßes Panorama-Hotel, das geschlossen ist seit wahrscheinlich 2006. Ungefähr. Also, der Daniel hat es vorhin ausgerechnet, 17 Jahre. Kleinen Einblick und mehr seht jetzt gleich. Freunde, das ist der Wahnsinn. Ich bin nur total geflasht. Der Zugang zu dem Hotel war zwar nicht ganz einfach, aber ihr seht es hier im Hintergrund. Hier sind sogar noch die Tische auf den die Stühlen auf den Tischen. Und bis jetzt haben wir noch keinen Vandalismus entdeckt. Wir sind ja unten rein und sind dann langsam hier hoch, dass wir einigermaßen uns ein bisschen einen Überblick überschaffen können, wo hier sowas ist. Aber wir gehen jetzt essen. Und zwar ist hier das Buffet, das ist noch fast aufgebaut. Hier stehen original noch die Teller auf dem Tisch. Und mich hätte es echt nicht gewundert, wenn hier sogar noch die Schalen drin gestanden wären. Aber man sieht ja hier, steht noch das komplette Geschirr. Suppenteller, Gläser, nochmal Gläser. Es ist der brutale Wahnsinn. Also das ist der erste Raum, beziehungsweise der zweite Raum. Da vorne ist ja die Gaststube und hier ist das Buffet, wo man sich das Essen holen konnte. Und das Ding entsteht schon seit, was hat der Daniel gesagt? 17 Jahren? Seit 17 Jahren leer. Das steht seit 17 Jahren so hier rum. Es ist der brutale Wahnsinn. Also man kann es gar nicht glauben. Weil die Blumen sind natürlich nicht echt, ist schon klar, aber es ist so, wie der Raum hier ausschaut. Freunde, schaut hier alles aus. Hier ist Wahnsinn. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, dass sowas, also es ist mega geil, dass sowas nach 17 Jahren immer noch so ausschaut. Hier ist einfach mal eine Sitzgelegenheit. Alles noch schön mit den Vorhängen. Der Wahnsinn. Also ich bin geflasht ohne Ende. Und hier haben wir eine zweite Gaststube. Und die ist auch noch komplett eingeräumt. Hier sind auch noch die Stühle auf den Tischen. Hier in der Bar. Hier stehen sogar noch die Gläser drin. Also das ist ja mal wieder eine Location, die ist mega geil. Jetzt gehen wir mal hier schnell ums Eck. Oh, hier ist die Küche, wo dieses kleine zugerichtet worden ist. Und hier stehen noch sämtliche Gläser drin. Okay, hier haben sie den Boden aufgehört, aber wahrscheinlich, weil sie da irgendwas renovieren wollten. Was vielleicht mit einer der Gründe war, warum das Hotel verlassen worden ist. Weil wir haben beim Zugang hierher ziemlich viele Wasserstellen gefunden, also Wasserflecken an den Wänden. Wow, die komplette Küche ist noch da. Hier ist noch die komplette Küche. Wo kommt man da rein? Hier war die Essensausgabe. Stehen auch noch. Hier sind sogar noch die Bones. Wahnsinn. Hier geht's in die Küche. Hier wurde das Geschirr gewaschen, die Gläser, was die Bedienungen zurückgebracht haben. Und hier, schaut mal, hier ist noch alles da. Es ist noch komplett eingeräumt. Der Mega-Wahnsinn.
Also ich finde es so geil, dass hier noch kein Vandalismus stattgefunden hat. Hier ist sogar noch die Pfanne auf dem Herd. Eine Granini-Flasche. Das ist der Oberwahnsinn, wie es hier ausschaut in der Küche. Es ist noch komplett alles da. Hier unten das ganze Geschirr, hier sind noch Pfannen. Die Mikrowelle. Wahnsinn. Theoretisch ein bisschen sauber machen. Neues Fett rein. Man kann kochen. Es ist alles da. Wahnsinn. Wahnsinn. Was haben wir hier? Oh, hier muss ich Licht ausmachen. Hier stehen noch die Tassen, die Gläser. Alles ist hier noch schön aufgeräumt. Alles steht noch da. Es ist faszinierend. Also ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Ich finde das mega geil, dass das hier noch so ausschaut, wie es jetzt ausschaut. Wahnsinn. Und das ist ein Riesenhotel. Ich hoffe mal nicht, dass ich da einen Zweiteiler draus machen muss oder gar einen Dreiteiler. Es ist Wahnsinn. Hier steht das komplette Geschirr. Die ganzen Thermoskannen. Das Besteck ist noch da, die ganzen einzelnen Löffel. Messer, Gabel. Hier ist noch alles drin, alles noch eingeräumt. Wahnsinn. Und hier ist der eigentliche Empfangsraum, beziehungsweise der Haupteingang. Hier ist die Rezeption. Und selbst an der Rezeption, da sind sogar noch Tresore. Mal schauen, ob wir hier noch... Ah doch, da liegen sogar noch Zimmerschlüssel. 518, 317. Also haben die mindestens 500 Zimmer gehabt, oder? Wenn es hier Zimmerschlüssel 518 ist, dann haben sie mal roundabout 500 Zimmer. Wahnsinn, so groß ist das Ding. Hier ist übrigens Daniel. Hallöchen. Und da hinten hängt ein riesengeiles Bild. Also ich finde es faszinierend, dass das hier alles noch so da ist. Ja, faszinierend ist jetzt Geschmackssache, gell? Aber was sagst du da so? Und das ist ein Vulkan, das verstehst du? Das ist ein Blumenvulkan. Das sieht man auch, wenn du es betrachtest. Das ist ein Blumenvulkan, den See aussprüht, der ihn beeindruckt. Wie in der Tierwelt. Und tschüss. Okay. Jeder hat so seine Fantasien. Wir waren bei der Rezeption. Ah, hier ist Telefonzelle. Das ist so eine Akustik-Telefonzelle. Wenn man hier reinkommt, ist der Ton ganz anders, dass man draußen nicht hört, was man hier drin spricht. Ha. Das hat man auch schon etwas länger nicht mehr, weil wer geht denn heutzutage noch in einem Hotel eine Telefonzelle? Aber hier kommen wir jetzt hinter die Rezeption. Hier kann man das Licht steuern. Hier sind nur die ganzen alten Taster, wo man das Licht ein- und ausschalten kann. Aber die Anlage ist auch schon mega alt. Oh ja, hier ist noch relativ wenig Elektronik drin. Einfach nur Schalter an, Schalter aus. Hier ist der Doktor... Keine Ahnung wie? Nee, Direktion heißt es, nicht Doktor. Ich habe es erst gelesen, Doktor. Also hier war der Direktor quasi vom Hotel. Ist auch noch alles da zum Schluss. Also das letzte Mal da war, gab es Pizza. Gegen Ende des Hotels, wenn die Küche kalt ist, gibt es für den Direktor des Hotels Pizza aus der ansässigen Pizzeria. Hier ist das Sekretariat. Auch relativ klein. Da steht hier ein Kopierer, ein Drucker. Hier noch ein alter Röhrenmonitor mit Tresor. Selbst den Tresor hat keiner angefasst, da hat keiner was mitgemacht. Das Büro von der Sekretärin hier ist jetzt auch nicht gerade unbedingt riesig. Aber sie hat noch mit Disketten gearbeitet. Wahnsinn. Hier steht sogar noch ein Tageslichtprojektor rum.
Ah, viele von euch kennen das gar nicht mehr, gell? Einer jetzt in den Chat, wer das noch kennt. Ach, Chat, ja. Ihr wisst, was ich meine. Schreibt es mal in die Kommentare rein, wer noch in seiner Schulzeit Tageslichtprojektoren gehabt hat. Und hier sind wir hinter der Rezeption. Ah, hier hängen echt noch die ganzen Schlüssel. Wow. Hier hängen noch alle Schlüssel. 335, 220, hier haben wir wieder 513. Hm, wenn wir mal schauen, ob es hier noch mehr Schlüssel gibt, weil das waren ja jetzt keine 500 Schlüssel, die da hingen. Nee. Naja. Hier haben wir jetzt keine 500 Schlüsselplatz. Hier sind die Schließfächer für die Hotelgäste. Okay, funktioniert auch gar nichts mehr. Teilweise schon aufgebrochen, aber da ist halt auch nichts drin. Ah, genau, hier sind die Kassetten. Die Kassetten werden ja hier reingeschoben. Zugesperrt. Und wenn der Gast dann wieder kommt, dann wird es aufgesperrt, rausgezogen. Und wird es den Kunden übergeben. Dann kann er seinen Reisepass, sein Geld oder was auch immer da einsperren. Deswegen machen wir mal wieder da zurück, wo wir es hier haben. Und schauen einfach mal weiter, was wir hier noch so entdecken. Es ist ein Riesenhotel, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, es ist zweimal so groß wie das Charmhotel. Und das Charmhotel ist 10 Jahre später insolvenz gegangen als das hier. Und hier ist noch alles da und es ist, ihr seht es ja, so gut wie kein Vandalismus. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Hotelzimmer an, weil wir hier gerade im Treppenhaus sind. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rauf oder runter. Erstes UG. Oh, Schwimmbad, Sauna, Fitnessraum, Kegelbahn, Clubraum, Kinderspielzimmer. Den Rest kann ich nicht lesen, weil die Buchstaben fehlen. Aber das allein ist nur im Keller. Wow, vielleicht gehen wir doch vorher erst in den Keller. Hier haben wir noch eine Bar, eine kleine Bar, wo immer noch die Gläser quasi in der Bar stehen. Oh, eine kleine Kuschelecke. Okay, und hier war dann die Tanzfläche. Da hinten steht noch die Musikanlage, Stereoanlage, ist alles noch da. Gut, die Zapfanlage haben sie abgebaut, aber ich glaube, die bauen sie sowieso ab, wenn die Brauerei sich alles holt. Und ihr seht es beim Daniel, der ist genauso fassungslos und sprachlos. Das ist, also ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, aber dieses Hotel hier ist 10 Jahre eher insolvenz gegangen als das Charmhotel. Und schaut, wie es hier ausschaut. Warum kann das nicht überall so bleiben? Warum kann das nicht überall so bleiben? Ich blende euch mal kurz hier oben im i ein Video ein, wo mir beide auf einem Bauernhof war, wo randaliert worden ist ohne Ende. Da ist mir der Kragen geplatzt. Also da ist das, was hier ist. Keine Ahnung, was man dazu sagen kann, aber das ist traumhaft. Das hier ist echt traumhaft. Hey du? Ja, ach, da muss ich hingucken. Genau du. Gut schaust du übrigens aus. Hast du diesen Kanal schon abonniert? Unbedingt nach und unten drück auch gleich noch die Glocke. Ist alles kostenlos und du verlierst. Und du verpasst kein weiteres Video mehr von diesem Mann. Oh, das ist nicht schick gesagt. So, Arbeitsteile. Er geht nach unten. Und wir gehen nach oben. Genau, und wir gehen da runter. Weil hier unten soll ein Schwimmbad sein, ein Sauna sein, ein Fitnessraum, ein Kinderspielplatz. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was hier noch alles gibt. Also ich habe nur die Hälfte auf dem Schild da oben lesen können. Weil da haben wir schon die Buchstaben gefehlt. Und ich glaube, hier ist Lego am Boden. Hier ist mal der Kinderspielplatz. Und alleine, dass hier schon die Lego-Steine noch am Boden liegen, ist ja schon mal faszinierend. Da die kleine Tafel für die Kinder. Hier ist übrigens das Fenster auf und da ist noch so ein Fitnessgerät. Aber dazu kommen wir später. Oder vielleicht doch gleich, wenn wir hier durch den Raum durchgehen. Hier schaut es aus wie in einer Art Wohnung.
Oh, was ist denn hier? Hier ist Stroh am Boden. Aha. Warum liegt denn hier Stroh? Ach, das ist aber zu Deko-Zwecken. Okay. Muss ich wahrscheinlich zensieren. Ja, muss ich zensieren. Weil nämlich da genau das Hotel drauf ist. Also ihr seht es jetzt an dem Bild. Das ist natürlich der Name oben jetzt weg. Aber anhand von dem Bild seht ihr, wie groß das ist. Und wir sind jetzt erst hier in diesem Bereich. Ich kann jetzt gerade nicht nachvollziehen, wir sollen angeblich im Untergeschoss sein, aber das geht ja hier noch 4 Stockwerke nach unten. Es wird auf jeden Fall noch spannend, was es hier zum Entdecken gibt. Wahrscheinlich muss ich hier einen Zweiteiler, wenn nicht sogar einen Dreiteiler draus machen. Weil ich kann euch jetzt gar nicht alles zeigen auf einmal, weil dann geht das Video eine Stunde. Okay, jetzt die Tür zu. Also. So, ich bin von da gekommen. Und wir gehen jetzt mal hier weiter. Hier geht's zum Hotel. Hier geht's zur Garage, die man allerdings nur mit einem Schlüssel aufmachen kann. Und hier fehlt ein Teil der Zarge. Und hier sind wir wieder in dem Kellerraum, wo wir gerade die erste Stufe runter sind. Aber wir haben doch hier hinten, haben wir doch die Fitnessgeräte gefunden. Genau. Hier hinten stehen Fitnessgeräte rum. Die sind jetzt nicht die hochmodernsten. Daran sieht man halt, dass das ein altes Hotel ist, weil die Geräte, die hier stehen, die sind jetzt nicht die modernsten. Die sind und jetzt auch nicht die teuersten. Ich sage jetzt mal, jeder private Haushalt bei sich im Keller hat, wenn er sowas hat. Also kein Standard für ein Hotel. Was es nicht unbedingt heißen muss, dass die Geräte schlecht sind, aber das sind jetzt eher so in Anführungsstrich Billiggeräte, die so der Otto Normalverbraucher bei sich im Keller hat. Weil die Geräte, die es im Fitnessstudio gibt, kann sich ein Otto Normalverbraucher ja gar nicht leisten. So, aber man verliert hier den Überblick. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinkommen, aber hier schaut so aus. Ja, ein weiterer Festsaal, Tagungssaal. Wahnsinn. Und ihr seht es, Leute, es ist noch alles da. Es ist, ich finde es faszinierend. Hier ist ein Loch in der Decke, weil es durchtropft. Oder durchgetropft hat, wie auch immer. Aber es ist mega, dass hier noch so viel Zeug rumsteht. Hier kommen wir dann nochmal zu einer Küche. Vor Benutzung. Ah, hier ist das Schwimmbad. Hier ist das Schwimmbad. Hier ist das Schwimmbad. Oh, geil. Da unten hat einer für ein Fotomotiv was aufgebaut. Auch nicht schlecht. Naja, und hier hat einer für Fotos, Videos, wie auch immer, was aufgebaut. Aber okay, für die Größe des Hotels, muss ich jetzt aber sagen, ist das Schwimmbad schon klein. Wenn man davon ausgehen kann, dass das Ding 500 Zimmern hat, dann finde ich, ist das Hallenbad jetzt eher klein gehalten. Also, hier haben höchstens 20 Leute gleichzeitig Platz. Und dann sind wir hier wahrscheinlich. Ah, hier stehen sogar noch die Solar. Ich glaub's nicht. Leute, ich kann es echt nicht fassen. Das ist. Hier stehen die Solarien noch rum in einem Hotel, das seit 17 Jahren verlassen ist. Wahnsinn! Es ist mega. Dann müssten hier jetzt. Ja, hier schaut es nach Sauna aus. Genau, hier hat man sich dann entspannen können.
Wahnsinn, ist verwinkelt. Du brauchst ja einen Stadtplan fast, dass du hier weißt, wo was ist. Hier hinten ist die Sauna. Sogar noch mit Kissen. Hier sind sogar noch die Steine im Ofen drin. Alter, Wahnsinn. Und, aber, verwinkelt. Ohne Ende. Hier gehst du nochmal ins Hallenbad. Hier ist nochmal eine Tür. Die ist zu. Die Tür ist aufgebrochen worden. Hier geht's. Okay. Hier geht's in die Umkleiden. Hier ist Ausgang. Was erwartet uns hier hinter der Tür? Theoretisch. Theoretisch der Ausgang. Aha. Das Betreten mit Straßenschuhen ab den Umkleideraum verboten. Entschuldigung, da lasse ich mich. Warum liegen hier auch 200 Scherben am Boden? Hier waren wir schon mal, da geht's zum Hotel, da geht's zur Garage, die Tür ist. Das heißt, hier, wo wir den Daniel sind. Genau. Oh, da steht übrigens Hotel. Habe ich meinen Leuten gezeigt, wo wir sind, wie lange wir schon hier sind und was wir noch zum Sehen hätten. Ein Drittel von dem haben wir jetzt durch. Wahnsinn. So, eine Etage nach unten haben wir noch. Ich glaube, jetzt müssen noch mehrere Etagen nach unten sein, weil. Ja, genau, hier geht es ja. Seht ihr das auf der Kamera? Wie weit es hier noch nach unten geht? Also, wir sind nicht im zweiten Untergeschoss. Das ganze Hotel besteht quasi aus einem Untergeschoss, weil wir waren ja. Der Haupteingang ist ja Erdgeschoss. Ah, und hier sind wir. Ah, jetzt. Hier sind die Hotelzimmer. Schönes kleines Bad. Und hier sind dann die Hotelzimmer. Okay, selbst hier ist noch alles da. Aber man sieht auch gleich, hier fehlt der Fernseher. Hier sind die Nebentüren. Oh, das Zimmer ist leer geräumt. Hier ist ein Doppelzimmer. Auch noch alles da. Zwei Betten. Okay, manchmal gibt es ein bisschen Vandalismus, aber das hält sich absolut in Grenzen. Das ist. Ah, das ist ja geil. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Wenn ich jetzt an der Klinke hier drücke, gehen beide Türen gleichzeitig auf. Das ist ja geil. Na, gehen zwar nicht zu, aber. Ah, okay. Ah, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja cool. Sorry, also ich bin Fenster- und Türenbauer, beziehungsweise ich war Fenster- und Türenbauer, aber sowas habe ich noch nie gesehen, dass man mit einem Türgriff eine Verbindung zur zweiten Tür hat, wo man beide Türen gleichzeitig aufsperren kann. Cool. Da hat sich einer was dabei gedacht. Also für mich als Türenbauer ist es jetzt faszinierend. Ich bin jetzt echt noch mehr geflasht als von allem anderen. Aber es funktioniert tatsächlich. Mega. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir eigentlich nur weitere Hotelzimmer, 210, der ist leer und so weiter. Also ich denke mal, bis hier hinten, also so weit brauchen wir jetzt gar nicht gehen. Oh. Naja, hier sieht man, dass der Zahn der Zeit an diesem Hotel nagt. Wenn die Wand so nass ist und die noch relativ trocken ist, wird vielleicht im Nebenzimmer noch mehr Wasser sein. Nein, gar nicht, aber hier ist die Tür auf. Doch, hier ist die Wand genauso nass. Und wir sind jetzt quasi laut dem Ding im zweiten Untergeschoss.
oben ist Dachterrasse. Und da ist die Dachterrasse undicht. Und deswegen läuft hier das Wasser durch und schimmelt und kommt auch Schwarzschimmel durch. Deswegen, wir verabschieden uns von diesen Hotelzimmern, weil Hotelzimmer, ja, gibt es jetzt Hotelzimmer. Hotelzimmer. Wahrscheinlich übersehen wir jetzt das beste Hotelzimmer, weil ich einfach nur durch bin. Naja. Nein. Nach 17 Jahren darf die Tapete ruhig mal von der Wand fallen, wenn von oben das Wasser durchdrückt. Aber wie gesagt, Hotelzimmer. Und ich suche eigentlich das Treppenhaus. Ah, ja. Hier ist ein schwarzer Pfeil. Was ist hier? Hier ist der Clubraum. Ah, hier ist ein Spielautomat aus dem Jahre 1975, 1980. Das sind ja noch uralte, wo so ein riesen fetter Röhrenmonitor drin ist. Gar nicht zu vergleichen mit dem Spielen von heute. Und hier haben wir, wow, einen riesengroßen Snookertisch. Ist ja abgefahren. Und wenn man sich den Teppich hier am Boden anschaut, wie sich der langsam auflöst. Und selbst die Lampe von der Feuchtigkeit nachgegeben hat. Also auch keine mutwillige Zerstörung, sondern einfach ja, durch die Feuchtigkeit hat das Holz nachgelassen. Mega geiler Snookertisch. Da sind sogar noch die Kugeln da. Geil. Geil. Kein Zutritt. Eingangstür. Was haben wir hier? Das sieht aus, wow. Oh ja, das sieht aus wie eine Werkstatt. Hier war dem Hausmeister sein Reich. Hier steht auch noch alles. Das Eisen, was hier liegt, verrostet ohne Ende. Wahnsinn. Und hier unten ist der Heizungsraum. Oh ja, Wahnsinn. Hier ist mal ein bisschen was durchgelaufen, dass das Hotel warm hat. Ah, hier stehen sie. Hä? Einer nur? Einer mit Gas und einer mit Öl? Keine Ahnung. Nachdem ich jetzt nicht so der Heizungsbauer bin, habe ich davon keine Ahnung. Aber hier geht es noch weiter. Es hört nicht auf, Leute, und ich habe keinen Plan, wo ich bin. So, wo geht's hier weiter? Ah, hier geht's zur Kegelbahn. Hier ist die Kegelbahn. Da ist sie. Ah, eine schöne, blau gehaltene Kegelbahn. Schauen wir mal, ob da hinten die Pünz ist beim Bowlen, oder? Kegel ist beim Kegeln. Könntest mich gern korrigieren. Wie auch immer die Dinge heißen, Pins oder Kegel, auf jeden Fall sind sie noch da. Also ich könnte fast tippen, dass wenn man die Anlage einschaltet, dass sie dann auch sogar noch geht. Ja, man muss die Boden hier ein bisschen sauber machen und dann könnte man hier geil kegeln. Steht sogar noch die ganze Garnitur in der Kegelbahn. Also es ist mega faszinierend. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, 17 Jahre ist dieses Hotel verlassen. 17 Jahre.
Und es schaut immer noch so aus. Und es ist immer noch so viel da. Ich bin begeistert ohne Ende. Da blüht das Herz auf, ohne Schmarrn. Gut, was haben wir hier? Elektroraum. Und, oh, hier. Eine etwas kleine Lüftungsanlage. Hier wurde ein bisschen Luft gefiltert. Also dieses Hotel ist riesig, 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 riesig. Und es ist halt jede Tür auf. Ich habe keinen Plan mehr. Ich laufe hier kreuz und quer rauf und runter, weil ich die Orientierung total verloren habe. Hier sind so viele Treppen, hier sind so viele Türen. Waren wir hier schon? Hier sind Kühlungen. Oh, hier steht sogar noch. Hier stehen sogar noch Getränke rum. Hier unten ist sogar noch Bier da. Der Daniel schaut immer nach, was das Bier für ein Verfallsdatum hat oder was die Getränke generell für ein Verfallsdatum haben. Und das ist der 5. Februar 06. Nee, ist sogar der Tag drauf. Okay. Also 2006. Bier abgelaufen. Ja, das sind wieder diese 17 Jahre und es schaut immer noch so aus. Wahnsinn. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie oft ich in dem Video Wahnsinn sage, weil ich so begeistert bin über das, was hier noch alles da ist und wie es hier noch ausschaut. Okay, die ganzen Kühlungen sind jetzt hier so gut wie leer, wollte ich fast sagen. Hier steht noch. Oh, hier ist noch Vitamalz, das man bestimmt noch trinken kann. Also ich glaube nicht, dass das auch schlecht wird. Hier auch Haltbarkeitsdatum. Es ist sogar 2005. Also das ist 18 Jahre alt. Also hier muss man Kilometergeld bekommen, wenn man hier arbeitet, weil was du hier umeinander läufst, wie groß dieses Hotel ist, es ist abnormal riesig. Und es ist in jedem Raum ist noch was da. Hier steht sogar ein Nikolaus und ein Schneemann, allerdings fehlt dem Nikolaus die Nase. Hier ist noch eine Reinigungsmaschine. Hier. Regale, allerdings leer. Und hier, unglaublich. Alles noch da eingeräumt. Nichts runtergeschmissen, nichts randaliert. Ich finde es faszinierend. Oh, fall ich auch jede Tür auf. Oh, Arztpraxis. Bitte, bitte sei auf. Ach, verdammt. Die hätte ich euch jetzt gerne gezeigt, die wären bestimmt interessant. Verdammt, die ist zu. Und man hat auch schon mehrmals versucht, die aufzubrechen und sind sie irgendwie kläglich dran gescheitert. Boah, das wäre interessant. Aber naja, verschlossene Tür, da kommen wir nicht rein. Obwohl es mich ärgert, aber das wäre bestimmt geil. Aber hilft nichts. Ja, meine lieben Freunde, ihr seht es vielleicht, wir sind wieder hier, wo wir das Video gestartet haben und wir sind einmal fast komplett durch. Und ich bin auch durch. Mhm. Es war legendär. Atemberaubend, legendär. Also ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Video gesagt habe, es ist der Wahnsinn. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wer mitgezählt hat. Wie oft? Wie oft ich Wahnsinn gesagt habe. War mein Counter ein. Genau, war mein Counter. Schaut auch beim Daniel vorbei, Link von ihm natürlich am Anfang des Videos eingeblendet und unten in der Videobeschreibung. Hinterlasst bei ihm ein Abo, aktiviert die Glocke, wenn ihr von ihm keine Videos verpassen wollt. Ding, ding, ding. Natürlich das gleiche bei mir auch. Ja. Abo hinterlassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, euer Dirk. Ich bin ein bisschen K.O., habe es durch, Hunger. Und sitzen. Ah, ich sitze. Ja, ich wünsche euch was.